Klimawandel, Klimafolgen, Klimakultur, Kompetenzen für Klimaschutz und Klimaanpassung. Eine akademische Aus- und Weiterbildung. Über die naturwissenschaftlichen Gründe und Folgen des Klimawandels wissen wir eigentlich alle Bescheid. Über die Auswirkungen dieser Folgen, zum Beispiel auf die Wirtschaft, Infrastruktur, Landnutzung, hier wird die Verständigung schon schwieriger. Und wie sich diese Veränderungen in unseren sozialen und alltagskulturellen Lebensweisen auswirken, ein weites, unbestelltes Feld. I'm cutting all of the stuff the people wear. I've got a really funny. Okay. Nach Infekt. I'm looking. What's up here? Yeah, I will move. ¿Qué estás haciendo? Klimawandel und Klimakultur, also die Anpassung, die Reaktion auf den Klimawandel, sind nicht bloß hochkomplex, sondern sie sind vor allem sehr dynamisch. Und in dieser Dynamik kann ich es mir nicht erlauben, nur auf einen Wissenstyp zu vertrauen. Kompetenzen für die Transformation generieren sich aus verschiedenen Wissenstypen. Die wissenschaftliche Basis, die Beschreibung möglicher Handlungsoptionen, das Erfahrungswissen der Pioniere, aber auch das traditionelle Wissen der Bauern und Fischer bieten Versatzstücke für Zukunftsfähigkeit. Echt von gestern, der Typ. Genau darum geht es. Es geht um eine Ausbildung, die mit transdisziplinären Ansätzen der Forschung wie auch der Vermittlung arbeitet. Das wollen wir tun. Wie kann die Lernform umgesetzt werden? Ein wichtiges Element in unserem Kurs ist Transmedia Storytelling. Das Erzählen einer Geschichte über verschiedene Medien hinweg. Es ergeben sich dadurch vielfältige Einstiege in die Geschichte, und zwar nicht nur zum Folgen der Geschichte, sondern zum aktiven Mitgestalten, zum Partizipieren, sodass sich konkrete Handlungsoptionen und Entwicklungspfade ableiten lassen. Die Lernform muss integrativ und kollaborativ sein, also die unterschiedlichen Perspektiven und Wissensträger zusammenbringen, aber so, dass neues Wissen entsteht. Dieses transdisziplinäre Lernen führt dazu, dass ich in eine Situation komme, wo ich robustes Wissen aufbaue. Dieses Wissen, diese Vorstellung auch, was ich da zu tun habe, in Akzeptanz umwandeln, in Motivation für Stakeholder, für Bevölkerung, für Entscheider.